Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur neuen Folge Ravenport. Da ich keine Ahnung habe, was wir beim letzten Mal, glaube ich, überhaupt getrieben haben, ich aber festgestellt habe, dass unsere Felder erntereif sind, werden wir uns auf jeden Fall diese und ich denke auch nächste Folge ordentlich damit befassen dürfen, die mal abzuernten. Da schnacken wir auch nicht lange und gehen der Sache direkt nach. Wollen wir doch nicht viel Zeit verlieren dabei, ne? So. Einmal rum hier. So, es ist schon das zweite Mal, dass ich das hier machen muss. Ich war nämlich einfach mal so frei und habe in den letzten Tagen ein bisschen versucht, meinen PC zu modifizieren. Das heißt, versucht, ich habe es einfach auch getan. Sowohl die Grafikkarte ein bisschen übertaktet, als auch die CPU. Und lief eigentlich auch sehr gut. Benchmarks waren deutlich besser als vorher. Hab allerdings nicht ein einziges Mal ein Spiel getestet, ob das stabil läuft. Und als ich dann eben aufgenommen habe, ist er einmal komplett abgeschmiert. Ja, jetzt habe ich es erstmal wieder zurückgenommen. Grafikkartenübertaktung habe ich wieder reingemacht, damit es ein bisschen besser läuft. Ich denke, damit sollte es auch wirklich kein Problem gegeben haben. Ich denke, das lag eben eher an der CPU, die wurde ein bisschen warm. Die werde ich jetzt mal gucken, was irgendwo köpfen lassen. Ich will es nicht unbedingt selber machen, weil erstens habe ich nicht so ein Gerät dafür. Und mit einer Rasierklinge möchte ich da nur ungern beigehen. Da ist es mir einfach lieber, das irgendwo machen zu lassen. Muss ich nur mal gucken, ob wir hier einen Laden in der Nähe haben, der sowas anbietet. Ich sag mal, selbst wenn man es nicht übertaktet hinterher, wird die CPU garantiert 10 bis 15 Grad kühler laufen. Was ja auch nicht schlecht ist. Für die Allgemeinsituation. Dann habe ich allgemein weniger Hitze im Gehäuse. Für die Grafikkarte dürfte es dann wahrscheinlich auch ein bisschen besser laufen. Die wird dann nicht mehr ganz so warm, die Lüfter müssen nicht mehr so hoch drehen. Spart Strom, ist effektiver. Also, ich sag mal, ne, selbst wenn man hinterher nicht übertaktet, die CPU, hat man auf jeden Fall einen Vorteil davon. Gerade bei dem 8700K soll das ziemlich was bringen, da Intel da ziemlich schlechte Wärmeleitpasten wohl verwendet haben soll. Ich habe mich die letzten Tage sehr viel mit dem Thema mal befasst, wenn man es mal so nimmt. Weil ich ja gerade auch so ein bisschen das Problem habe mit dem Monitor, der jetzt ja WQHD ist und die RX 480 damit, ja, zum Zocken, wie gesagt, also wenn nur ich für mich spiele, ist das gar kein Problem, aber halt die Aufnahme mit OBS oder Stream mit OBS überfordert die Grafikkarte dann doch ziemlich. Wobei, wahrscheinlich ist es nicht nur ein reines Grafikkartenproblem, sondern wahrscheinlich auch ein anderes Problem, denn eigentlich erfolgt ja das Umkodieren, Umrendern, was auch immer, an OBS oder von OBS über die CPU und nicht über die Grafikkarte. Wie es genau abläuft, weiß ich gar nicht. Aber ich hab halt festgestellt, wenn ich halt die Grafik ein bisschen runterschraube, habe ich im OBS auch kein Problem und schiebe somit einfach die Schuld erstmal überwiegend auf die eventuell zu schwache Grafikkarte. Problem dabei ist halt nur jetzt im Moment, eine neue kaufen ist schwierig. Zum einen erstmal habe ich gerade das Geld nicht, also ich müsste ein bisschen sparen. Ich bin ja gewillt, eine neue zu kaufen. Aber im Moment würde ich auch einfach vor der Qual der Wahl stehen. Zur Auswahl stünden wieder eine AMD, eine RX Vega, entweder eine 56 oder eine 64er. Würde ich eher zu der 64er tendieren. Oder aber, ja, 1070, die sind eigentlich so gut wie tot, wahrscheinlich auch noch kaum noch zu kriegen und wenn zu überteuerten Preisen. Bei der 1080 sieht es so ähnlich aus, dass sie wahrscheinlich auch mittlerweile sehr teuer sind. Und bei den RTX-Grafikkarten muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich weiß noch nicht, ob man sich jetzt schon eine holen sollte. Denn ich
gehe mal von aus, dass da wahrscheinlich die nächsten Modelle auch einfach noch mal ein bisschen besser laufen werden, zumal ja auch die Raytracing-Inhalte noch wirklich gar nicht wirklich in den Spielen angekommen sind. Es gibt ein paar Spiele, die unterstützen das ja schon, aber ja, wie gesagt, das ist halt, das sind neue Modelle. Gut, neu ist auch übertrieben. Ich glaube, die gibt es jetzt auch schon über ein halbes Jahr mittlerweile. Ach, guck mal, jetzt wo ich hier ernte, wächst auch Unkraut. Aber ist halt die Frage, da würde ich persönlich würde lieber nochmal auf die nächsten Modelle warten, je nachdem, wie lange das dauert. Aber ich denke mal jetzt mit den, mit der 2060, 2070, 2080 und 2080 Ti wird ja die Serie nicht zu Ende sein. Da wird es mit Sicherheit ja nochmal weitere Upgrades für geben. Oder von geben. Und da würde ich jetzt tatsächlich warten, eigentlich nochmal eine Runde. Bevor ich mir sowas kaufe. Ja, die Vega wäre eigentlich eine sehr geile Grafikkarte. Verbraucht halt nur ultra viel Strom. Und ja, aber sie ist halt relativ günstig. Also, ich glaube, die 64 liegt so in etwa. Also circa auf dem Niveau von einer 1080, also keine 1080 Ti. Verbraucht halt dafür immens viel mehr Strom, ist aber dann auch einfach eine ganze Ecke günstiger. Ich glaube, liegt so im Bereich um die 500 bis 600 Euro. Und dafür dürfte man wahrscheinlich keine 1080 mehr bekommen. Ja, also wie gesagt, abwarten, Tee trinken. Ich muss sowieso erstmal ein bisschen Geld dafür sparen, damit es überhaupt in Frage käme, und wenn ich dann das Geld habe, dann einfach nochmal auf den Grafikkartenmarkt schauen, was bietet sich da gerade an. Zu lange warten macht ja auch keinen Sinn, weil dann wartet man und wartet man und wartet man und man findet eigentlich sowieso nie den richtigen Zeitpunkt. Das ist ja sowieso immer so. Als ich mir meine Grafikkarte letztes Jahr, zum Building, war das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr? Nee, das war, glaube ich, letztes Jahr, April letztes Jahr. Also die habe ich jetzt bald ein Jahr. Da habe ich noch halbwegs Glück gehabt. Da war gerade so der Anfang von dem ganzen Chaos auf dem Grafikkartenmarkt wegen der Miner. Und ich habe noch Glück gehabt, dass ich meine noch relativ günstig geschossen habe. Ich glaube, 3 Wochen später sah die Welt schon komplett anders aus. Da gab es ja kaum noch Grafikkarten. Die RX 180 war sowieso eigentlich komplett weg. Wobei, also ich sag mal, als ich mir die ausgesucht habe, war sie eigentlich noch recht gut. Ich meine, die wurde veröffentlicht 2016, glaube Anfang 2016 oder so. Heißt, ein Jahr später habe ich sie mir in etwa geholt. Und da war sie eigentlich noch relativ gut, zumindest Preis-Leistungs-Verhältnis. Hat auf jeden Fall gepasst. Aber jetzt, ja. Und ich würde mir halt auch keine davon im Crossfire reinstecken. Also jetzt erstmal, es gäbe keine mehr jetzt noch neu zu kaufen. Eine gebrauchte, bin ich jetzt nicht so der Fan, außer der Preis stimmt eventuell extrem. Dass ich sagen kann, ja gut, für das Geld machst du gar nichts falsch. Ich bin aber halt von dem Trip weg, und das war damals, als ich sie mir gekauft habe, war das noch so, dass ich mir gesagt habe, wenn du mal ein Upgrade brauchst, holst du dir eine zweite und haust die ins Crossfire. Von dem Trip bin ich aber so ein bisschen runter, weil nicht alles, was glänzt, ist auch Gold. Ja, man hat mehr Leistungen, aber nicht die Leistung mehr, die man sich meistens erhofft. Und es kommt zu Mikroruckeln im Spiel und so weiter. Also ich bin jetzt auch kein Experte dafür. Das alles, was ich im Moment so weiß, habe ich mir halt durch Videos und irgendwelches Nachlesen, ja, angelesen, sagen wir es mal so. Von eigenen Erfahrungen kann ich jetzt nicht wirklich sprechen. Das ist halt das, was man so weitläufig halt mitgeteilt bekommt. Deswegen bin ich ein bisschen von dem Trip runter und ja, würde mir dann noch lieber eine leistungsstarke Grafikkarte einbauen. Zumal auch dann eine Crossfire mit zwei AMD-Grafikkarten. Ich bräuchte auch ein neues Netzteil. Mit meinen 550 Watt komme ich dann nicht mehr weit, weil die sich ja mal so gute 200 bis 250 Watt ungefähr gönnen pro Grafikkarte, je nach Auslastung und Belastung.
Und dann war es das schon, ne? Also es wird dann schon sehr knapp. Dann gäbe es ja auch noch die Option, die RX 480 zu flashen. Das soll auch relativ easy machbar sein. Also das Machen selbst ist jetzt nicht unbedingt easy, wenn man davon keine Ahnung hat. Ich habe mir das mal angeguckt und habe mir gesagt, nee, lässt es sein, weil ich davon so gar nichts verstehe. Aber halt die Hardware selbst, da soll das ziemlich easy gehen, weil die sich mit der 580, ja, die sind eigentlich identisch. Da ist es halt tatsächlich wohl laut Lesen nur das BIOS, was da so ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln kann. Das bisschen mehr Leistung für kein weiteres Geld ausgeben, wäre ja ganz cool. Ich muss erstmal einen Traktor. Ach ja, hier, das hatten wir ja hier zu tun. Richtig. Gut, das lassen wir jetzt erstmal sein, denn ich wusste doch, da war was, wo ich das nächste Mal dran denken sollte, wenn ich anfange zu zocken. Egal. Felder müssen runter. Paletten können wir immer noch später stapeln. Wobei ich mir gar nicht sicher bin. Ich glaube, das hatte einen Grund, warum ich die gestapelt habe. Nicht, weil wir Zeit hatten, sondern weil wir was brauchten, glaube ich. Egal. Wir haben jetzt angefangen zu ernten. Das ziehen wir jetzt auch durch. Aber dann wissen wir auf jeden Fall, wir müssen noch ein bisschen Paletten stapeln. Wir können unsere Ernte wieder verkaufen. Und die Tiere müssen wir auch noch füttern. Dürften zwar noch für 3 Tage versorgt sein. Die müssen wir auch erstmal rumkriegen, die 3 Tage. Ich denke, bis dahin sollten wir mit dem Ernten fertig sein hier. Können wir vielleicht immer nebenbei so einschieben, während man hier eigentlich ablädt. Schwingen wir uns hier wieder rein. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, Grafikkarte, ne? Mit dem Flashen. Wie gesagt, mehr Leistung für nichts weiter ausgeben, außer dass man da im Grunde sich hinsetzt und andere Software aufspielt. Ist natürlich geil, aber wenn man davon gar keine Ahnung hat, dann sollte man das, glaube ich, lieber sein lassen, weil man auch sehr viel manuell irgendwo eintragen muss. Also es ist nicht einfach nur irgendwas runterladen und da drauf klatschen. Nee, man muss da noch so ein bisschen das eine oder andere manuell eintragen. Und dann lasse ich das lieber, weil ich davon nichts verstehe. Wäre schön gewesen. Aber ich sag mal, allein die Übertaktung der Grafikkarte jetzt, was nicht viel ist, aber hat schon, ja, laut Benchmarks schon ein bisschen was gebracht. Das waren, ich glaube, 1000, knapp 1000 Punkte habe ich, glaube ich, mehr. Im Timespy, allerdings auch nur in der Demo-Version, weil ich mit Sicherheit keine 30 € oder ich glaube 25 oder 30 € für den Benchmark ausgebe, wenn ich den nicht permanent brauche. Daher nur die Demo-Version, die sich aber, denke ich, nicht halt wirklich von dem Benchmark, den man kauft, unterscheidet, sondern die Kaufversion ist wahrscheinlich einfach nur, dass man sich deutlich andere Benchmark-Tests und überhaupt Leistungstests noch dazu holen kann. Auch in anderen Qualitäten und Auflösungen. Ich denke, das wird einfach nur der Unterschied sein zu der Demo- oder Free-Trail-Version. Nicht aufgepasst. Ja, und dann, wie gesagt, das Köpfen meiner CPU. Da will ich nach den Aufnahmen, will ich mich mal schlau fragen. Ich habe mir jetzt gedacht, jetzt nimmst du erstmal noch auf. Nimmst ein bisschen 3, 4, 5 Folgen auf am besten. Das sollte irgendwas sein, dass ich zumindest nicht oder nicht so große Gefahr laufe, keine Folgen bringen zu können. Ich meine, klar, sollte die CPU dabei kaputt gehen, weiß ich nicht. Dann müsste ich mir erstmal eine neue besorgen. Ich weiß nicht, wo die jetzt gerade preislich liegen, weil Intel ja auch immer noch Probleme hat, glaube ich. CPUs herzustellen. Beziehungsweise nicht CPUs herzustellen. Ja, doch, eigentlich schon. Ne, ist ja eine Intel-CPU-Knappheit. Ich denke, die liegt auch immer noch an.
Aufgrund von Fertigungs, ich glaube, Probleme haben die nicht mal. Ich glaube, die kommen, werden einfach der Nachfrage nicht standhalten können. Aber das sind halt so Themen, damit werde ich mich dann gleich nach den Aufnahmen befassen. Da kann der andere PC, der kann in Ruhe rendern, bei dem ist sowieso egal. Wenn der mal irgendwann abbraucht, dann ist das halt so. Der hat mich nicht viel Geld gekostet und sag mal, für das Board, das ist ein AMD-Board, da findet man auch garantiert nochmal einen günstigen Ersatz, den man draufklatschen kann, solange nur die CPU kaputt geht. Ja, und dann möchte ich die halt ganz gerne heute noch köpfen lassen. Einfach nur, um erstmal auch mindestens mit der Temperatur runterzugehen und dann vielleicht ein bisschen Übertaktung zu machen. Ich habe halt auch nur einen Luftkühler, keine Wasserkühlung. Von daher sollte ich eh nicht allzu viel takten. Kein Bock, dass ich mir die wegschmelze. Wobei auch das eigentlich, ja, die ganzen Hardware-Teile haben alle Schutzschalter und Schutzeinrichtungen. So schnell raucht da eigentlich nichts weg. Es sei denn, man übertreibt es halt maßlos eventuell. Dass so ein Lüfter da halt einfach in dem Moment nicht schnell genug hinterherkühlen kann, weil die CPU, was weiß ich, auf 100 Grad oder hoch, so hochschießt oder. Aber dafür sind die Schutzschalter dann ja im Grunde eigentlich da, um dann kurz zu stoppen. Also ich kenne es halt, ne? Würde es jetzt vergleichen mit dem Auto, wenn ich ein Auto auf Wassertemperatur 100 Grad hochjage, dann dauert. Und den Motor ausmache, ist ja auch nicht dann gleich der Schutz aktiviert, sondern. Die Temperatur ist ja erstmal da und die muss immer noch irgendwo abgebaut werden. Das löst sich ja nicht nur, weil es ausgeht, sofort auf mit der Temperatur. So ähnlich würde ich es jetzt hier wahrscheinlich auch vergleichen. Und denke, dass es dadurch dann immer noch zu einem Schaden kommen könnte. So, Mensch, ja, da haben wir das Feld ja fast geschafft. Wir sind auch schon wieder bei 16, fast 17 Minuten. Ja, dann machen wir hier für heute erstmal Feierabend. Ziemlich viel gelabert über technische Sachen mit dem PC. Mal neues Thema. Ich denke, ich laber gleich noch ein bisschen weiter in der nächsten Folge. Ich bin da, wenn mir noch was einfällt, eigentlich habe ich gerade so ziemlich alles durchgequatscht. Wir schauen einfach mal. Nächste Folge geht es hier genauso weiter, wie wir jetzt weitermachen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Reinschauen. Lasst ein Däumchen da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Reingehauen.